Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Weiter geht's mit unserer Herleitung von unserem Lambda x.x0 ist vom Typ Integer nach Bool nach Bool. Genau, was wir jetzt hier zeigen wollen, ist folgendes. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Wir haben hier abstrahiert und gesagt, okay, x ist vom Typ Integer nach Bool, weil das hier gefordert wurde. Und x0, also auf x angewandt, die 0 ist vom Typ Boolean. So, und dann haben wir weiter gefolgert, dass x vom Typ Alpha nach Bool ist und also alles aus dem Teil hier und die 0 vom Typ Alpha sein muss. Also Applikationsregel angewandt. Mehr ist es nicht, es ist wirklich immer genau dasselbe Schema. Und ja, was wir jetzt machen wollen, sind noch die letzten zwei Regeln benutzen, nämlich die Konstantenregel und die Variablenregel. Ich würde sagen, wir fangen mit der Konstanten an. Also einfach, die nennt sich. Ich schreibe jetzt hier einfach nur Konst, das ist die Abkürzung für Konstante, weil ich hier einfach nicht aus dem Bildschirm rausrennen will. Ist relativ easy. Wir sagen, 0 ist eine Konstante. Das bedeutet, 0 hat den Typ so und so. Also sagen wir, 0 hat den Typ Alpha, aber 0 ist eine Konstante. Ja, Text. Wenn es eine Konstante ist, dann können wir einfach aus unserem Typkontext sozusagen rauslesen, was für einen Typ die hat. Denn wir brauchen in unserem Typkontext natürlich nicht nur die Variablen, die wir hier neu eingeführt haben, sondern auch die Variablen, die wir so eingeben können. Also wenn der Benutzer irgendeinen String eingibt, dann muss der PC wissen oder das Programm wissen oder der Compiler wissen, dass eben das, was der User eingegeben hat, ein String ist. Und in diesem Fall haben wir eine 0 eingegeben und eine 0 ist eine Zahlenkonstante. Es ist eine Integer-Konstante, da wir keinen Punkt gegeben haben. Also wird es einfach nachgeguckt in unserem Typkontext hier. Da müssen wir gar nichts weiter sagen, außer dass 0 eben eine Konstante ist. Das bedeutet, 0 ist vom Typ Integer. So, das bedeutet, hier können wir auch sagen, hier können wir dann quasi folgern. Wo mache ich das hin? Ich mache es hierher. Ach so, richtig, ich vergaß. Alpha Doppelpunkt int. So, ich mache hier einfach mal so eine Implikation. Solltet ihr noch sehen, genau. So. Und auf der anderen Seite hier benutzen wir jetzt die andere Regel. Also die war jetzt relativ einfach, die Regel möchte ich mal behaupten. Hier benutzen wir jetzt die Variablenregel. Und zwar sagen wir hier einfach, wir schauen in unserem Typkontext nach, in unserem Moment, ich schaue nach, was das für eine 218, genau. So, okay, wir schauen hier nach, was ist x gewesen? Also wir sagen quasi, tau Strich von x ist quasi, wir schauen hier nach in dem, was wir neu eingefügt haben. Also nicht in den Konstanten, sondern wirklich nur in dem, was wir selbst neu reingebracht haben durch zum Beispiel Abstraktionsregeln. Gamma oder was auch immer das für ein Zeichen ist, Strich von x. Was hat das für ein Typ? Naja, der Typ ist gleich. Und hier kann man tatsächlich ist gleich schreiben. Sagen wir int nach bool. Denn das haben wir hier oben stehen. Hier drin steht das ja. So. Und wenn wir jetzt hier int nach bool rausgelesen haben, dann ergibt sich hier für uns auch Alpha. Ach, ich bin doch echt blöd. Alpha ist vom Typ Integer. Und das bedeutet für uns, wenn wir hier oben zweimal dasselbe stehen haben, also hier steht Alpha ist vom Typ Integer und hier steht Alpha ist vom Typ Integer, dann widerspricht sich das nicht. Und dann haben wir quasi bewiesen, dass der Ausdruck Lambda x.x und darauf angewendet die 0 vom Typ Integer nach Bool sein kann. Ja, es gibt natürlich auch noch Verallgemeinerungen. Da hätten wir dann zum Beispiel statt dem Boolean hier irgendeinen Typ gegeben, einen Variablen-Typ. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Obwohl, ja doch, im nächsten Video. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.